Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um ein Spezialthema, das aber sehr wichtig ist. Und zwar Sägeblätter für Akku-Handkreissägen, die es dir ermöglichen, bis zu zweimal mehr Schnitte zu machen. Du willst kein Video mehr verpassen? Einfach hier unten kostenlos abonnieren. Akku-Handkreissägen haben im Wesentlichen eine Begrenzung, und zwar den Akku natürlich, ganz logisch. Und zwar die Akkukapazität, aber auch die Akkutemperatur. Und was können wir dafür machen, dass das Ganze länger hält? Einfach die neuen Sägeblätter nehmen, denn die haben folgende Eigenschaft, die sind einfach dünner und sind dafür ausgelegt, extra für Akku-Handkreissägen benutzt zu werden. Und damit habt ihr bis zu zweimal mehr Schnitte. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Blätter an. Ihr habt eine riesige Auswahl an Sägeblättern. Unter anderem könnt ihr damit Holz, Aluminium, Edelstahl, Faserplatten, laminiertes Material und so weiter und so fort schneiden. Also wirklich echt eine Menge Auswahl. Und die Blätter sind wirklich mega dünn. Schaut mal hier. Also so eine dünne Blätter habe ich echt selten gesehen hier. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das raufkriege mit der Kamera. Schauen wir uns mal die verschiedenen Blätter an. Wir haben hier nur eine Mini-Auswahl im Verhältnis zu dem, was Bosch noch alles anbietet. Aber hier sehen wir zum Beispiel, wir haben hier ein Holzblatt mit 24 Zähnen. Dann haben wir hier etwas, um Fieberzement auch schneiden zu können. Das ist natürlich Hardcore für sowas, aber haben wir auch dabei mit ganzen 4 Zähnen. Haben wir ein Standardholzblatt hier. Hier haben wir ein Blatt für laminiertes Material. Das probieren wir auch gleich mal aus. Dann haben wir hier etwas für Aluminium. Das heißt, wir können auch Aluminium schneiden. Und hier ein Holzblatt mit extra 4 Zähnen für den sauberen Schnitt. Schauen wir uns das Blatt mal genauer an. Wir haben hier einen Durchmesser vom Sägeblatt von 165 Millimeter. Haben hier eine Sägeblattdicke, hier sehen wir das, von nur einem Millimeter. Also wirklich ein einziger Millimeter ist das Ganze hier dick. Und mit den Zähnen an sich zusammen ist es dann 1,5 Millimeter Schnitt. Ja, wir haben hier eine Bohrung von 20 Millimetern. Und das hier ist nicht einfach nur blau, damit es hübsch blau ist, sondern das hier hat noch zwei Eigenschaften. Nummer eins, es ist ein Anti-Gleitbeschichtung, um noch leichter durchs Holz zu kommen. Eine Gleitbeschichtung, um leichter durchs Holz zu kommen. Und das Ganze schützt auch vor Korrosion. Hier sieht man übrigens sehr schön den Unterschied. Das hier ist ein Standardsägeblatt von der Breite her. Und das hier ist dieses Spezialsägeblatt. Hier unten kann man es am einfachsten sehen, das ist nicht verbogen. Das ist schon mal ein riesiger Unterschied. Schaut euch mal diesen sauberen Schnitt an. Das ist doch echter Wahnsinn. Völlig ausrissfrei. Und hier seht ihr übrigens das mit einem normalen Sägeblatt. Wie du gerade gesehen hast, kamen die Sägeblätter perfekt durch alle Materialien durch. Das war wirklich erstaunlich, wie leicht das war. Das Gefühl kann ich nicht so richtig vermitteln, aber ich kann dir versichern, es ging super und es war ein ganz anderes Schnittgefühl, so kann man eigentlich sagen. Und die Kanten waren extrem ausrissfrei und glatt. Also an der Seite fand ich wirklich mega. Und ich würde dir raten, wenn du eine Akku-Handkreissäge hast, wirf auf jeden Fall mal einen Blick auf die neuen Blätter. Wir haben die auch unten euch verlinkt in der Videobeschreibung. Schau auf jeden Fall mal vorbei, da siehst du auch einen Preisvergleich und so weiter und so fort. In dem Sinne würde ich sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.